Außergewöhnliche Tödlichkeit. Polizei, Polizei, Polizei! War viele Jahre Mitglied des Betriebsrates bei VW und habe mich unter anderem mit der Geschichte von Volkswagen beschäftigt, und das Sterben hier gehört leider zur Geschichte von Volkswagen mit dazu. Es ist schon gesagt worden, von den Nazis sozusagen ins Leben gerufen, der Rüstung und dem Krieg zunächst gedient. Muss ich heute leider sagen, dass Volkswagen wieder an der Rüstung beteiligt ist und wieder an Rüstungsproduktion und Rüstungsexport verdient mit dieser sehr, sehr schlechten Tradition. Vor einigen Jahren haben die Rheinmetall AG und die VW-Tochter MAN ein Joint Venture für Militärfahrzeuge gegründet. Und mit dem Unternehmen, das als Rheinmetall MAN Military Vehicle firmiert, entstand ein Anbieter für logistische und taktische Militärfahrzeuge, der die ganze Palette von Transport-, Führungs-, Funktionsfahrzeugen für Kriegseinsätze abdeckt. Dieser Unternehmen RMMV zielt mittelfristig auf Jahresumsätze von bis zu 1 Milliarde Euro. In einem ersten Schritt wurden Entwicklungs- und Vertriebsaktivitäten, im zweiten Schritt auch die Produktionskapazitäten im Werk in Kassel und im Werk in Wien zusammengeführt. Gegenwärtig beschäftigt dieses Rüstungsunternehmen etwa 1.800 Menschen und gemeinsam bieten sie, wie gesagt, diese Anforderungen, also Fahrzeuge für kriegsführende Armeen an, die in allen Kriegseinsätzen gebraucht werden. Die Produktion oder das Angebot von Rheinmetall MAN Military Vehicles umfasst militärische Nutzfahrzeuge, logistische Fahrzeugsysteme, wie sie das nennen, mit mittlerer, hoher und extremer Mobilität sowie geschützte Kabinen, unter anderem auch das Panzerfahrzeug Survivor für die sächsische Polizei mit aufgestickten MS-Symbolen auf den Sitzen. Sachsens Landeskriminalamt bestellte diesen Panzer angeblich für Antiterroreinsätze. 330 PS, 15 Tonnen schwer, Allradantrieb dabei 100 Kilometer schnell. Es soll mit seiner Vollverpanzerung und 10 cm dicken Panzerglasscheiben Maschinengewehrfeuer und Panzerminen standhalten, vor atomaren, biologischen und chemischen Kampfstoffen schützen. Die Polizei in Deutschland im Jahr 2019. Zum Angebot von Rheinmetall MAN Military Vehicles gehören geschützte Fahrzeugsysteme, Multifunktionsfahrzeuge, geländegängige Führungs- und Transportfahrzeuge, Transportpanzer, ABC-Schützenpanzer und Feldlabore. Sie sprechen in dem Zusammenhang von kompromisslosem Einsatz. Gepanzerte Kettenfahrzeuge sind auf der ganzen Welt Überlebenskünstler und müssen extreme Temperaturfenster abdecken. Nur kompromisslose Funktionalität und Qualität garantieren sowohl in Wüsten als auch in tropischen und arktischen Regionen maximale Performance im Einsatz. Die RENK AG mit Sitz in Augsburg ist ein Tochterunternehmen von MAN und also Teil des VW-Konzerns. Das Unternehmen ist ein wesentlicher Anbieter von Antriebstechnik für unterschiedlichste Anwendungsbereiche mit weltweiter Ausrüstung und gehört zu den 10 umsatzstärksten Unternehmen der deutschen Rüstungsindustrie. Die VW-MAN-Tochter RENK macht mit solchen Kriegsgeräten einen Umsatz von 470 Millionen Euro, erwirtschaftet eine Traumrendite von 10%. Hiltrud Werner, heute im Konzernvorstand von Volkswagen zuständig für Integrität, hat sich im Aufsichtsrat von RENK die Sporen für Aufstieg verdient. Weil die Bundesregierung die Waffenexporte nach Saudi-Arabien vorläufig gestoppt hatte, blieb Rheinmetall zunächst auf 120
Militär-Lkw sitzen. Das wäre für den Konzern ein Verlust von 136 Millionen Euro gewesen. 120 LKWs für 136 Millionen Euro. Rheinmetall verlangt eine entsprechende Entschädigung vom Bund. Das unternehmerische Risiko soll auf die Steuerzahler abgewälzt werden. Nach Recherchen von Report München und dem Stern aus dem Dezember 2018 bewirbt das Joint Venture, das Rheinmetall in Südafrika betreibt, einige Produkte für ihre, so wörtlich, außergewöhnliche Tödlichkeit. Das Lebernet und die Zeitung Express für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit berichten Lesenswertes und Entlarvendes über Rheinmetall. Auf der Jahreshauptversammlung im Mai 2018 wollten Aktivistinnen einen Banner mit dem Spruch 8. Mai 1945, damals wie heute, War starts here, let's stop it here, hochhalten. Zwei Aktivistinnen sollen jetzt 15.000 Euro für die von der Polizei unterbundene Aktion bezahlen. Die Augsburger Allgemeine Zeitung berichtet, das Unternehmen tritt zurückhaltend auf, weil etwa ein Drittel des Umsatzes auf Militärprodukte entfällt. Diese Diskretion ist nicht nur mit der in der Bevölkerung verbreiteten Abscheu von Krieg und Kriegsproduktion zu verstehen, sondern auch angesichts der schrecklichen Traditionen und Geschichte von Volkswagen, die 1938 mit Rüstungsproduktion und Zwangsarbeit, veranlasst vom Kriegsverbrecher Ferdinand Porsche, dem Urvater des Porsche-Clans, begann. Das Jammern über den Verlust von 130 Millionen Euro Umsatz fiel entsprechend gering aus, nicht allzu laut jedenfalls. Dennoch werden die Sektkorken bei VW knallen, wenn dieses Ausfuhrverbot aufgehoben wird. Die Menschen in Saudi-Arabien und die Opfer des Krieges im Jemen haben dann eine weitere Adresse, an die sie sich mit Klagen wegen des Bruchs des Völkerrechts wenden können, nämlich an Volkswagen. Ich denke, Volkswagen muss die Rüstungsproduktion beenden, aus aktuellen wie aus historischen Gründen. Es geht um Arbeitsplätze. Arbeitsplätze für den Krieg sind keine gute Arbeit und sind keine guten Arbeitsplätze. Menschenrechte gefährden Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie und im Konzernverbund von Volkswagen. Wenn Menschenrechte und Profite sich diametral gegenüberstehen, müssen wir uns natürlich für die Menschenrechte entscheiden. Frieden gefährdet Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie und im Volkswagen-Konzernverbund. Wenn Frieden und Krieg sich gegenüberstehen, wenn Frieden und Profit sich gegenüberstehen, müssen wir uns natürlich für den Frieden entscheiden. Volkswagen muss die Rüstungsproduktion beenden, aus aktuellen wie aus historischen Gründen. Ja, vielen Dank, Stefan. Volkswagen muss die Rüstungsproduktion beenden. Man könnte auch sich darauf versteifen, dass Volkswagen die Betriebserlaubnis entzogen werden müsste. Weil ich habe mir mal sagen lassen, dass wenn Leute Verbrechen begehen, werden sie gelegentlich auch eingesperrt. Zumindest wird ihnen die Betriebserlaubnis entzogen. Warum passiert das eigentlich nicht mit diesen Kriminellen dort? Naja, gut.